Nächstes Wort zum Buchstabieren. Mississippi. M-I-S-S-I, Mississippi. Na gut, Felix, du darfst den Mississippi Mud Pie mit mir zusammen backen und essen. Mud? Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Wir machen heute einen super schokoladigen Schokoladenkuchen. Einen Mississippi Mud Pie. Schwieriges Wort, aber kriegen wir schon hin. Super lecker. Es gibt ganz viele Schichten. Wir müssen uns konzentrieren. Ich bin die Konzentration pur. Na gut, dann kannst du mal ganz konzentriert ein Stück Backpapier da reinmachen, bitte. Ich bin deine Kuchenschicht, Feli. Oh, die süßeste von allen. Schere bitte? Ja, okay. Wenn ihr eine Pie-Form zu Hause habt, könnt ihr natürlich auch die nehmen, aber da nicht jeder eine Pie-Form hat, zeigen wir, wie es in der Springform geht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht mal, wie eine Pie-Form aussieht. Ja, wer braucht denn auch so ein fancy Shit, wenn man das so machen kann, ne? Eine Pie-Form ist ungefähr so, aber sie hat so ein bisschen so einen griffelten Rand und heißt halt Pie-Form. Und das ist ja eine Springform, weil sie aufspringt. Wow. Ich hole mal schnell den Universalzerkleinerer. Mach das. So, wir nehmen unsere Kekse. Wir haben hier so schöne Doppelkekse. Drehen sie vorsichtig auseinander. Aus der Füllung machen wir uns einen leckeren Milchshake. Und die Kekse kommen hier rein. Yum, yum, yum. Ich hole schon mal einen Topf für die Butter. Mach das. Ich hole schon mal die Butter. Geholt. Und den Universalzerkleinerer. Kopf. Ich habe einen Kekskrümel gefunden. Sieht auch ein bisschen aus wie Kaffee. Riecht aber nicht so. Die lassen wir jetzt schmelzen. Ich würde sagen, da passt ja ausgezeichnet auch ein bisschen Zimt dazu. Wie zu allem. Warte mal, die Haare aus dem Gesicht, damit du den Zimt auch siehst. Ich sehe den. Hast du deine Haare eigentlich extra zimtfarben gefärbt? Nein. Schade. Meine Haare sind auch extra blond zitronig. Na klar. Und nun alles vermischen. Oh, es riecht schon voll gut. Überall, wo Zimt dran ist, riecht es gut. Ja. Die Form ist schon ganz aufgeregt. Schütt alles rein, komm. Ich wollte es dramatischer gestalten, aber okay. Sieht aus wie so ein Erdhaufen. Oder wie Kaffeesatz, hast recht. Ja, aber deswegen ist das ja auch ein Mississippi Mud Cake. Sieht halt so aus, ne? Ja. Voll intelligent. Ich nehme jetzt mal ganz unkonventionell meine Hände. Ich habe als Kind schon gerne Matsch gespielt. Ich drücke das jetzt richtig schön fest und das wird unsere erste Schicht. Das Ganze darf jetzt kurz kühlen und in der Zeit darfst du Schokolade hacken. Gut, ich wollte auch. Nee, nein, du musst doch Schokolade hacken. Hack. Okay. So. Dann. Du machst das, ich organisiere ein Wasserbad. Organisiere das Wasserbad. Jetzt gucken wir uns alle gemeinsam an, wie wunderbar perfekt Felix Schokolade hacken kann. Ich habe mir jetzt so ein Shampoo gekauft, also zwei. Das ist eigentlich eine Seife. Und die eine riecht so ein bisschen nach Zimt und die andere hardcore nach Schokolade. Dann kommt jemand zu Schokoladengebäck. Jetzt gerade nicht. Dann rieche ich immer wie ein Weihnachtsgebäck, wenn ich aus der Dusche komme. Und das ist sehr gut. Das würde mir auch Freude machen. Ne? Da muss aber noch Butter rein. Wie viel? Einiges. Wir machen den restlichen Teig. So, Herr Denzer. Jawohl. Zack. Wollen wir erst mit Zucker anfangen? Ja. Zucker. Alle Angaben wie immer in der Videobeschreibung, ne? Dann Vanillezucker. Ja. Dann gebe ich gleich eine Prise Salz dazu, dann machen wir weiß auf weiß auf weiß. Wunderbar. So, Eier. Ei Nummer 1. Das war jetzt mit viel Wucht. Ich finde zu zweit backen viel schöner als alleine. Wenn ich zu Hause backe, damit ich mich nicht so alleine fühle, stelle ich immer meinen Laptop hin und dann gucke ich mir irgendwas an, zum Beispiel Jamie Oliver. Hallo, oh. Jamie. Liebe dich, Jamie. Ich stelle mir gerade vor, wie er in der Kamera sitzt. Hallo. Und dann kommt nur Gordon Ramsay zu dir und brüllt dich die ganze Zeit an. So, dann verrühre ich mal den ganzen Kladderadatsch hier, ne? Kladderadatsch, los geht's. Ich nehme das jetzt schon mal hier runter, damit es nicht so heiß wird, die Masse.
Die restliche Hitze reicht auf jeden Fall, um die Schokolade zu schmelzen. Ich hole schon mal unsere Waage wieder. Und eine zweite Schüssel. Richtig. So, dann mache ich hier schon mal unser Mehl rein. Ich habe ja echt so einen Seifentick. Immer wenn ich irgendwie im Urlaub bin, kaufe ich mir unglaublich viele Seifen. Ein ganzer Schrank ist voller Seife und Lebensmittel. Aber ich habe auch mal Seife für meine Haare genommen und da waren die so spröde. Das kommt ja drauf an, welche du nimmst. Deswegen hat man ja Auswahl. Vielleicht muss ich mal bei dir duschen kommen. Ja, Spaß, gerade sauber. Frisch geputzt alles. So, dann Kakaopulver. Mach euch gehäufte Esslöffel. Soll es richtig muddy werden. Okay. Verdumms. Perfekt. Dann zu guter Letzt noch ein bisschen Backpulver. Wunderbar. Dann hole ich mal ein Siebchen. Jetzt kommt die Hochzeit. Warte, erst die Schokolade ins Ei. Okay. Das sieht schon wunderschön aus. Fump. Dieser Kuchen soll so richtig klitschig in der Mitte werden. Und das ist so eine Art Brownie-Füllung jetzt mit ganz wenig Mehl und dafür ganz viel Schokolade. Okay, Felix, let's do this. Mehr Schoko. Ein Schokoregen. Na, mehr Schnee ist ja auch ein bisschen weiß. Und natürlich sollte man das sieden, damit keine Bröckchen unten reinkommen, sondern schön fein. Dann können wir es nämlich auch einfach besser verrühren. Und gerade der Kakao macht nämlich manchmal so Brocken. Ja, das will keiner. Kann man einfach so ein bisschen platt drücken auch. So, hier kommt der Kuchenboden. Hey, nicht naschen! Okay, das Ganze kommt jetzt einfach hier drauf. Oh yeah, also das kann nur richtig lecker werden. Kann in den Ofen. Gut. Und dann räumen wir auf und machen die weitere Schokoladenschicht. Ich sag mal so, ciao Kakao. Der Ludger, der wäre stolz auf dich. Nun kommen wir zur Pudding-ähnlichen weiteren Schokoladenschicht. Na, schokoladenähnlich, sie ist mit Schokolade. Ich werde mich darum kümmern, sie in kleine Stücke zu brechen. Okay, ich mache schon mal die Mischung fertig und zwar erstmal ein bisschen Milch. Ich tausche mal mit dir den Platz, dann komme ich besser an den Topf. Einen Becher Sahne. Nun müssen wir die Speisestärke glatt rühren, damit das Ganze so schön eindickt. Ein Pudding wird nur durch die Speisestärke ein Pudding. Damit das Ganze auch ein bisschen süß wird, noch ein bisschen Zucker. Zucker. Dann Speisestärke. Eins, zwei. Dann noch etwas Kakao. 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 Oh, warte, hier geht's schon ab. Vorsicht. Ich hole schnell einen Schneebesen. Und jetzt? Jo, komm ich mit der Mischung, wa? Ab hinein und du rührst gut. Wieder vorsichtig auf den Herd. Mein Arm, guck mal, über so einer alten Frau. Wabbel, wabbel, wabbel. Obwohl ich ja so viel Sport mache, komisch, ne? Hast du? Nein. Rühren ist halt so mein Ding, ne? Ja. Ich kann auch übernehmen, wenn du nicht mehr willst. Nein, du kannst Folie rausholen, weil wir müssen den Pudding gleich abdecken, damit keine Haut kommt. Obwohl ich Haut voll gern mag. Ich auch. Ich habe mal kurz nach unserem Kuchen geguckt. Der kucht vor sich hin. Mhm. Er ist noch da. Ich mache jetzt aus, damit er nicht anbrennt. Jetzt hinein. Pudding! Und jetzt direkt die Folie auf den Pudding. Richtig so. Ja, ich bin noch dabei. Ich glaube, unser Kuchen ist gut. Feli stürmt zum Ofen. Ja. Es könnte ein Zeichen dafür sein. Ja, sieht doch richtig gut aus. Ich mach mal hier zu. Ganz glatt und hübsch. Unser Pudding kommt dann nämlich jetzt oben drauf. Das Ganze kann sich so richtig schön verbinden miteinander. Wird sich so eine richtige schlammige Angelegenheit. Oh ja. Das Ganze lassen wir jetzt auskühlen, weil dann kommt noch Sahne drauf. Dann ein bisschen Vanillezucker. Und damit das Ganze auch schön hält, zahne steif. Zahne steif. Ich räume auf und du schlägst steif. Ja? Oh. Ist schon soweit, Felix? Sieht gut aus. Noch einmal ein, warte, noch einmal ganz an den Rand drauf. Stopp! So, astreine Sahne. Ich hol den Kuchen. Hol den Kuchen. Dann bitteschön. Ja, warte, ich muss das hier noch aus dem Weg räumen. Knapp an der Butter vorbei, ne? Ich würde sagen, astreine Steifung. Pump. Pump. Und die Sahne muss aber auch gar nicht so gleichmäßig verteilt sein. Sie darf ruhig so ein bisschen wild.
Wild, weit, frei. Und jetzt noch Mississippi River Streusel. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Raspel benutzen. Guck mal, dann kommt das, wird das eher wie so Borkenschokolade. Bei uns sieht Borke nicht so aus. Gut, einmal noch kurz ein bisschen den Rand. Kommt jetzt der geile Moment, wo wir den Ring abnehmen. The Magic Moment. Geil. Achtung, Felix. Ja. To magic, ob wir es gut gemacht haben. Ich warte. Di-di-di-di. Oh, ich warte. Dun, dun, dun. Mm. Guckt euch das mal an. Was sind denn das für nice Schichten? Traum von Schokolade und Sahne. Schneid jetzt an. Psst. Muss mich ein bisschen konzentrieren, okay? Ich ahne schon, wie lecker es wird. Oha. Oh la la. Na dann, tschüssi. Boah, Felix, ich glaube, wir haben uns diesmal echt selbst übertroffen. Und ich ziehe jetzt nach Mississippi. Hast du, dass der Mississippi nur aus Schokolade besteht? Weil das besteht nur aus Schokolade und ist sehr, sehr lecker. Aber macht's gerne daheim nach und findet's heraus. Und lasst gerne einen Daumen da, das würde uns sehr freuen. Im nächsten Video gibt's lustige Küchenspiele und bis dahin esse ich einfach jetzt ganz viel Schokolade. Tschüss.